Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu War on the Sea. In der letzten Folge ist uns am Ende nochmal etwas passiert, und zwar ist die erste Kampfgruppe wieder in ein Gefecht oder in einer Gefechtssituation, und wir werden gleich in den Taktikmodus gehen, um zu sehen, ob wir dieses Gefecht austragen können. Die Chance ist sehr hoch, dass unsere Wehrbomber an diesem Gefecht mit teilnehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob dieses Gefecht diesmal etwas anders ablaufen wird als beim letzten Mal. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir dieses Mal etwas aggressiver vorgehen können. Und außerdem haben wir hier oben die Kampfgruppe der Amerikaner, welche ja von unseren Kate-Bombern angegriffen werden kann. Das werden wir dann auch in dieser Folge tun. Ja, mal gucken, wenn es denn zeitlich alles so hinhaut. Ja, ich bin gespannt, ob wir dieses Mal erfolgreicher vorgehen können. Also, lasst uns direkt in den taktischen Modus gehen und uns mal anschauen. Die Wehrbomber sind tatsächlich am Start. Das ist sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Feind. Oh. Die sind aber sehr nah, Leute. Alter Schwede. Okay, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Und wir werden auch jetzt sofort mal hier ganz schnell einige Anpassungen vornehmen. Denn hier wird es jetzt richtig rund gehen. Okay, zuallererst würde ich sagen, werden wir erstmal die Formation auflösen. Meine Güte, okay. So. Break. 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 Jedes Schiff wird jetzt hier eine einzelne Einheit bilden. So. Zuallererst haben wir unser Schiff direkt an der Spitze. Die wird mal auf 34 Knoten hochgehen. Die soll nämlich mal. Ja, je nachdem, wie die natürlich jetzt ausweichen, erstmal einfach nur geradeaus fahren, um zu sehen, wo die Amerikaner hinfahren. Ich kann mir vorstellen, dass sie über Steuerbord drehen, um einfach von uns wegzukommen. Schauen wir mal. Dann haben wir hier an der Seite die Suzuki. Die hat auch Torpedos und ist relativ schnell mit 33 Knoten. Die werden wir direkt mal nach Süden fahren lassen. Die Mogami. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ne, dass hier natürlich jetzt keine Zusammenstöße passieren. Wir haben hier unsere drei Großkampfschiffe. Ich würde sagen, dass die Kako Fahrt zunimmt. Die nehmen grundsätzlich alle mal Fahrt zu. So auf, sagen wir mal, 22 Knoten. Die Ise, du. Die Kako soll grundsätzlich einfach erstmal schneller werden. Die wird dann vor der Ise in Position gehen. Dann werden wir die eine Linienformation einnehmen lassen und sie so ausrichten, dass sie mit allen Geschützen wirken können. Dann haben wir hier noch die Mogami. Die wird etwas langsamer fahren. Die geht mal auf 12 Knoten runter und die wird dann hinter den Schiffen noch in Position gehen. Dann haben wir hier noch einen Zerstörer. Hard Steuerbord, maximale Geschwindigkeit. Ich möchte, dass du zusammen mit der Suzuki hier hinfährst. Oh, nee, Moment, das war doof. So hin. Ich möchte, dass du zusammen mit der Suzuki hier unten hinfährst und deine Torpedos schon mal klar machst. Dann haben wir hier die Hatsuzuki und noch die Shigure. Ich glaube, du bist ja ein leichter Kreuzer, oder? Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Ja, da sehen wir es. Zerstörer. Du wirst. Ja, was macht ihr? Passt mal auf. Ihr werdet erstmal mit der Fahrt runtergehen. Ich möchte nämlich, dass ihr an. Auch hinter dem Verband vorbeigeht, um eure Torpedos möglicherweise einzusetzen. Aber ihr werdet noch nicht nach Steuerbord drehen. Lasst den Verband erstmal etwas, ja, etwas an euch vorbeiziehen. Okay. Die Geschütze, beziehungsweise jetzt gucken wir mal, auf welches Schiff wir zuerst wirken wollen. Ich würde sagen, wir werden unser Feuer auf dieses Schiff hier lenken. Die Ise, das ist die 4, nicht wahr? Ja. So, alle Großkampfschiffe zielen auf die 4. Das machen sie auch schon automatisch. Wunderbar. Die Mogami macht das auch. Ihr geht tatsächlich auf den
Zerstörer. Ja gut, sollt ihr machen, ist kein Problem. Gut, kommen wir zu unseren Whale-Bombern. Oh Leute, was für ein riesiges Gefecht. Das ist ja Hammer. Die fliegen hier unten hin und werden so schnell es geht zur Wirkung kommen und den Feind aus der Luft behaken. Die Jake fliegt hierhin, wird weiter Aufklärung betreiben. Und die Pete hier, ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Die bleibt mal ein bisschen im Hintergrund, einfach nur, um bereit zu sein. Leute, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht's richtig, richtig zur Sache. Wir schauen jetzt nochmal, was für Munition hier verwendet wird. Moment, das konnte man doch irgendwie sehen. Antipanzergeschosse. Die können nur Hochexplosivgeschosse, kann das sein? Ich bin mir erst nicht sicher. Möglicherweise ist das so. Ja. Die Mogami. Ja, die hätte sogar Torpedos, aber die werden wir jetzt hier noch nicht abfeuern. Und hier haben wir auch die Antipanzergeschütze. Alles klar, Leute. Dann beende ich jetzt die Pause und dann soll es beginnen. Die ersten Schiffe feuern bereits. Die Amerikaner haben uns jetzt entdeckt nach unserer ersten Salve. Das wird ein wirklich krasses Gefecht. Ich hoffe, es wird nicht verlustreich für uns. Und entgegengesetzt meiner Vorahnung, weichen sie tatsächlich nach Backbord. Sie stellen sich dem Gefecht, Leute. Mein Gott. Okay. Ihr fahrt hier weiter, jawohl. Ihr zieht noch an den vorbei, das passt auch noch. Die, genau, alles klar, das passt soweit. So, unsere Zerstörer haben natürlich jetzt hier einen sehr gefährlichen Auftrag zugegeben, aber irgendjemand muss ihn tun. Die Geschosse schlagen hier überall neben den Geschützen schon ein. Und ich bin mir nicht sicher, aber es sieht so aus, als wenn wir hier schon die ersten Treffer landen würden. Oh ja, das hört sich gut an. Wir müssen natürlich auch auf unsere Schiffe Acht geben. So, die fahren schon. Hier können wir jetzt auch schon mal diesen Kurs angeben. Ihr fahrt auch hier hin. Erhöht eure Geschwindigkeit. Und was mit dir? Mit dir warten wir noch ein bisschen. Für deine Torpedos. Ah, es ist noch ein bisschen weit entfernt. Warten wir noch ab. Jawohl. Leute, wir landen hier richtig krasse Treffer. Auch hier auf dem Zerstörer. Hier ist schon ein großes, richtig krasses Feuer ausgebrochen. Haben wir schon Treffer einstecken müssen. Bisher ist nichts zu sehen. Sie fixieren sich tatsächlich hier auf unseren Zerstörer, auf unser Führungsschiff. Möglicherweise denken sie, wir sind noch in Formation. Hier werden schwere Treffer ausgeteilt. Unsere Flugzeuge brauchen noch einen Moment. So, die Takao kann jetzt mal für einen, die geht schon mal auf 30 Knoten runter, wird jetzt mal leicht nach Steuerbord drehen. Und du, warum bist du auf 20 Knoten? Du solltest ein bisschen schneller sein. 22. So. Und die Mogami fährt immer noch ein bisschen langsamer. Oh Leute, schwer getroffen. Der Zerstörer hier, boah, deckt sehr, sehr viele und schwere Treffer ein. Das ist die Farragut. Unsere Zerstörer hier für unser Torpedokommando sind schon auf dem Weg. Sie kommen immer näher heran.
Wir werden hier jetzt nochmal eine Kursänderung veranlassen. So. Ihr müsst nah an den Feind. Es tut mir sehr, sehr leid für euch. Aber dem ist jetzt leider so. So, und jetzt würde ich fast mal sagen, werden wir auch hier eine leichte Kursänderung vorgeben. Und zwar fährst du hierhin. Ist ja nur leichter Treffer an diesem Schiff. Und jetzt weichen die Amerikaner aus. Na komm schon, Leute. Ah, verdammt, jetzt habe ich hier nicht auf die Drehung der Takao geachtet. Jetzt macht sie dann mal hart Backboard und du musst dann leider mal auf 16 Knoten runter. Ah, wenn man mal einen Moment nicht drauf achtet. Wie geht's dir? Dir geht's verhältnismäßig gut. Okay. Wir haben ein weiteres Schiff identifiziert. So. Drehung schon mal ein bisschen einstellen. Okay, und gerade. Und auch du gehst auf 22 Knoten. So. Ja, hier werden immer noch Treffer ausgeteilt. Wie sieht es bei der Atlanta aus? Die hat schwere Schäden davon getragen, Leute. Ich weiß schon ganz genau, welche Schiffe wir hier angreifen werden. So, dann zieht ihr hier in diese Richtung. Wie sieht es bei unseren Schiffen aus? Lasst uns mal schauen, wie hier die Schäden sind. Ja. Oh, hier haben wir schwere Treffer einstecken müssen. Leute, wir werden uns hier zurückziehen, Kurs ändern. Dieses Schiff muss hier weg. Der Angriff wird abgebrochen. Eieieiei. Ja. Der hat hier das komplette Feuer auf sich gezogen. So, gerade lenken und einfach nur weg. So, hier gibt es auch schon wieder Treffer. Und hier, die Atlanta hier hat ja auch schon richtig Schrägseite. Schräglage, die hat es auch richtig hart schon getroffen. So, hältst du noch durch? Ich hoffe es. Hier kommen auch richtig viele Treffer rein auf diesen Zerstörer. Die Kreuzer haben schon richtig einen abgekriegt. Ist nur noch dieser Zerstörer hier, der noch gar nichts hat. Ich würde sagen, boah, schaut euch mal dieses Bild an, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Das ist War on the Sea, Leute. Das ist heftig. Die Amerikaner kriegen gerade richtig einen auf die Mütze. Ha! Nachdem sie uns in der letzten Folge ausgewichen sind, sind sie nun, ja, nicht in der Lage dazu. Wahnsinn. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, werden wir hier mal zwei Ziele auswählen. Die fahren gerade einen schönen geraden Kurs. Und ihr geht dann auch mal zum Angriff über. So, und hier
bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich würde mal sagen, ihr kriegt einfach ihn hier als Ziel und geht da jetzt auch mal zum Angriff über. Oh, ein Schiff geht unter. Es ist unser Schiff. Eieieiei. Die Shirazuyu hat es leider nicht geschafft. Ja, die hat das ganze Feuer der Feinde abbekommen. Sehr, sehr schade. Umso wichtiger, dass wir jetzt hier die Feindschiffe versenken. Aber die Gridley sinkt. Ein Zerstörer der Amerikaner hat hier zu viel abbekommen. Der geht jetzt auf Tiefe. Sehr schön. Dann suchen sich unsere Einheiten jetzt erstmal selbstständig ein neues Ziel aus. Wir bleiben hier bei diesem Luftangriff. Der voll sitzt. Jawohl. Sehr, sehr schön, Leute. So, jetzt kommt hier noch auf den Zerstörer ein Luftangriff. Und auch der sitzt. Sehr schön. Vielleicht war es das. Vielleicht war es das für diese beiden Schiffe. So, Leute, jetzt holt euch. Oh, hier sind Torpedos im Wasser. Gut, dass wir sie gerade sehen. Das heißt, wir sollten hier mal ausweichen. Die Kako und die Ise werden sofort Südkurs annehmen, einnehmen. So. Und ansonsten dürfte kein Schiff Probleme bekommen. Du bist immer noch. Du gehst mal auf 16 Knoten hoch. Okay, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, um hier die Torpedos zu verschießen. Solution auf die Atlanta 32. Warten wir mal ab. Vier Torpedos mit einem Grad Versatz. Oh, was war das denn? Da gab es massive Detonationen irgendwo. Aber wo war das? Das war auf keinem unserer Schiffe. Diese Detonation kam von den Amerikanern. Die meldet die Torpedos im Wasser. Wir weichen aber schon aus. So, und jetzt kommen wir nochmal hierzu. Wie ist die Feuerleitlösung? 68%. Wir probieren es, Leute. Musst du den Winkel nochmal anpassen? Sieht so aus. Dann wirst du nochmal leicht Steuerbord drehen. Die Beanham sinkt. Ein weiterer Zerstörer. Hier gehen die Torpedos Gott sei Dank daneben. Kein Problem. Zwei Schiffe der Amerikaner sinken. Und die anderen Schiffe haben schwere Schäden, Leute. Hier sind jetzt die Torpedos ins Wasser gegangen. Sehr gut. Das heißt, du kannst wieder gerade lenken. Jetzt gucken wir nochmal bei dir. Du hast auf die Farragut. Du wirst jetzt auch nochmal leicht Steuerbord drehen. Sechziger Feuerleitlösung. Wir probieren es einfach. Die Torpedos gehen schon ins Wasser. Sehr gut. Und die Atlanta hier steht jetzt voll unter Beschuss von unseren Schiffen. Unsere Großkampfschiffe haben so gut wie keine Schäden. Ja, Leute, wenn das Schiff das übersteht. Die Atlanta ist am Sinken. Wunderbar. Dann würde ich sagen,
Die Shigure wird es vielleicht nochmal gefährlich. Die geht mal mit der Geschwindigkeit an und versucht den Torpedos mal auszuweichen nach hier unten. Aber da reichen 20 Knoten für. Die Takao dreht hier immer noch ihre Runden. Die wird jetzt aber mal gerade lenken. Dieses Schiff macht gar keine Fahrt mehr. Eher nur noch sehr, sehr langsam. Okay, die haben ihre Torpedos verschossen. Das heißt, ich würde mal sagen, die drehen jetzt mal ab hier. Ah, da kommen immer noch schwere Treffer. Er hier wird vermutlich untergehen. Da findet auch kein Kampf mehr statt. Das ist nur noch ein Kampf ums Überleben auf dem Schiff. Bei ihm hier ist es definitiv noch etwas interessanter. So, gerade lenken. Ihr sollt Hauptsache weg. Du musst noch ein bisschen. Oh, wer sinkt jetzt? Oh! Oh, die hat's auch erwischt. Ah, schade. Ein zweiter Zerstörer ist am Ende. Ja, das Feuer auf die Atlanta geht weiter, aber auch hier kommt noch Feuer rein. Und bei den Torpedos sieht es so aus, als wenn sie treffen würden. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil das Schiff ziemlich langsam ist. Wollen wir mal sehen. Das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Da hinten treffen die Torpedos. Das heißt, für dieses Schiff wird es zu Ende sein. Das werden sie nicht durchhalten. So. Ich bin mir nicht sicher. Ne, die gehen vorne durch. Schade. Sehr, sehr schade. Aber möglicherweise kriegen wir dieses Schiff trotzdem noch. Vor allem, da sind auch nur noch die wenigsten Türme einsatzbereit, wenn man das so sieht. Und hier kommen immer weiter Treffer rein. So, er verkrümelt sich gerade. Die Farragut geht tatsächlich unter. Sehr gut. 4 von 5 Schiffen versenkt. Dieses Schiff wird auch noch dran glauben. Große Explosion im 8. Bereich. Da scheint die Munition getroffen worden zu sein. Der kriegt richtig Treffer noch. Den werden wir auch noch kriegen. So, dieses Schiff ist sicher. Jetzt bricht auch noch ein großes Feuer an Bord aus.
Jetzt bricht auch im achteren Bereich noch ein großes Feuer aus. Das kann dieses Schiff nicht mehr lange durchhalten. Die Geschütze sind hinten immer noch aktiv. Was mich fast schon ein bisschen wundert. Aber es scheint so, als wenn das Schiff fahrtuntüchtig ist. Na, ganz leichte Fahrt nur noch. Was haben wir hier hinten? Ja, leichte Treffer. Das werden wir aber alles reparieren können, denke ich. Ah, Leute, kommt. Jetzt trefft doch mal. Hier haben wir auch noch einen Zerstörer. Auf den ist der Feind gerade nicht fixiert. Nur für den Fall schicken wir den auch nochmal in die Richtung. Boah, schwere Explosionen. Scheint so, als wenn die Geschütze der Atlanta hier nicht mehr benutzt würden. Sie versuchen sich gerade einfach nur zu retten. Es wundert mich aber sehr, dass unsere Geschütze auf einmal nicht mehr so gut treffen. Seht mal, da trifft ja fast gar nichts mehr. Ah, doch, einzelne Treffer gehen noch rein. Aber das Schiff kann sich auch nicht mehr wehren. Oh, was haben wir denn hier? Die vorderen Geschütze schießen nicht mehr. Warum? Ah! Da ist schon keine Munition mehr. Das ist ja krass. Okay, wir müssen die erste Kampfgruppe dann offensichtlich langsamer abziehen, auch für Reparaturen und so weiter. Und dann Munition auffüllen. Das war jetzt aber auch wirklich ein ziemlich schweres Gefecht. Der Feind hat zwar nicht über irgendwelche Schlachtschiffe verfügt und wir hatten auch den Vorteil aus der Luft, aber dennoch war es ein doch nicht leichtes Gefecht. Auch wir haben zwei Schiffe verloren. Und die Atlanta sinkt. Damit haben wir die komplette Flotte der Amerikaner hier ausgeschaltet. Wir haben die Shiratsuyu und die Sutsuzuki verloren. Zwei Zerstörer, welche nun nicht mehr unter unserem Dienst stehen. Aber dennoch kann man, glaube ich, sagen, im Verhältnis war das wieder ein großartiger Sieg. Und wir werden das Schlachtfeld jetzt verlassen und schauen mal, wie viele Punkte wir bekommen haben. 28. Zweimal Atlanta, einmal Gridley, einmal Beanham, einmal Farragut versenkt. Wir haben zwei Zerstörer verloren.
Ach Leute, ich wollte die Reparaturen ja durchführen lassen. Ach, verdammt, jedes Mal vergesse ich das. So was Blödes aber auch. Ich gucke gerade, es sind aber überall nur minimale Schäden. Das war alles nicht so wild. Können wir nochmal... Nee, leider nicht. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir vielleicht nochmal zurück können. Wir haben zwar immer noch keine Flutungen, aber wir müssen sowieso zurück, um hier unsere Schiffe mit Munition auffüllen zu lassen. Und ich glaube, wir haben den Amerikanern jetzt hier einen so großen Schlag versetzt, dass sie erstmal keine große Flotte mehr in diesem Gebiet haben werden. Darum werden wir... Oder schicken wir sie vielleicht nochmal nach Norden? Das können wir vielleicht nochmal machen. Und danach werden sie dann nach Hause fahren. Ihr fliegt zurück. Du fliegst zurück. Und du fliegst zurück. Wahnsinn. Leute, was für ein Gefecht. Ja, gut. Mit den Reparaturen ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Mein Gott, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ah. Blöd, wirklich blöd. Das hätten wir noch gut machen können. So ein blöder Mist. Na gut, Leute, aber das wird kein Weltuntergang sein. Im Gegensatz zu den Amerikanern, können wir unsere Wunden noch lecken. Und vor allen Dingen haben wir jetzt wieder einige Kommandopunkte. Das heißt, wir können die erste Kampfgruppe quasi weiter bestehen lassen. Wir werden einfach nur neue Schiffe dort hineinfügen. Okay. Leute, ich bin ja total aufgeregt. Was für eine Folge, was für eine Schlacht und wieder mal ein Sieg. Sehr, 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 sehr cool. Leute, was will man mehr? Ich freue mich wirklich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.